So. Dann wollen wir mal. Auf geht's. Hast du noch irgendwas Schlaues zu sagen? Jetzt muss ich nur noch Shinra besänftigen. Naja, bei meinen Verhandlungskünsten natürlich ein Klacks. Der Typ, ey. Habt ihr sonst noch was zu sagen? Hast du noch was zu sagen? Du hast nicht zufällig Bedarf für eine fähige Stallmeisterin, oder? Okay, da rede mal mit Aerith und Tifa. Brech dir auf? Nee. Was wirst du jetzt tun? Ich denke, wir nehmen noch an einigen Rennen teil, jetzt wo Pico so gut in Form ist. Es gibt ja jemanden, mit dem ich noch eine Rechnung offen habe. Kommst du alleine zurecht? Keine Angst. Ich habe Pico. Sag mal, Cloud, du bist doch immer auf Achse, oder? Falls es dich mal wieder hierher verschlägt, kannst du jederzeit auf Pico rein. Okay. Würde sich ja sehr freuen. Ja, ich finde ihn auch sehr stylisch. Das ist das Outfit von der Alleskönnerin. Wie ist sie denn? Das haben wir, glaube ich, aus Yunnan mitgenommen. War das Yunnan? Ist doch diese ganze Reklame und so, die sie gemacht hatte. Aber gut, wir müssen nach Barrett suchen. Geheimer Schleichweg. Genau, ach, die nur Probleme macht. Genau. Ja, schon lange nicht mehr gesehen, ne? Barrett würde sowas niemals tun. Oder? Ich sag's ja nur gern, aber die Beschreibung war ziemlich eindeutig. Also ich glaube fest an ihn. Nicht mehr lange, dann wissen wir mehr. Ach, wir können da einfach durchgreifen. Keine Alpha-Wand, was ist da los? Monster. Hätte ich mich vorher irgendwie... Rein da. Die Zeit rennt. Ah, nein, wir sind ja noch geheilt. Und tschüss! Nimm das! Es ist noch nicht vorbei. Aber jetzt ist es vorbei. Wir randalieren erstmal. Oh, der Randale. Schatzi, das ist nichts für dich. Entschuldigen Sie. Immer dem Vögelchen nach, oder? Oh Gott, das sieht aber... Oh, okay, jetzt sind wir hier. Wir sind hier. Oh Gott. Wir werden uns jetzt hier wahrscheinlich durchkämpfen müssen. Und dann kommen wir endlich auf die andere Seite, oder? Um dann irgendwann wieder hier zurückzukommen. Kann ich Schoko... Ne, ich kann ja gar keinen Schoko berufen. Dann müssen wir das wohl alles ablaufen. Cool. Was ist denn das für ein Baum? Können wir uns das anschauen? Kommt noch alles? Ja, okay. Ja, ich sag mir immer wieder, jedes Mal, Mary, schau dir doch einfach, geh die Quest lang und dann kommst du doch dann irgendwann dahin, weil es ja immer so ist. Ne? Und trotzdem renne ich wieder irgendwo anders hin. Überlegter Sturm, okay. Da ist er. Lauf mal drum herum. Verdammt. Hierher!
Du machst das auch immer. Ja. So was brauche ich nicht so schnell wieder. Gesundheit. Barrett, ein Glück. Dir ist nichts passiert. Bist du ausgebrochen? Red kein Mist. Und wieso seid ihr überhaupt hier? Warum bist du hier? Wir verfolgen einen Mann, der im Saucer um sich geschossen hat. Sie meinten, der Täter hätte einen Gewehrarm gehabt. Verstehe. Das warst nicht du, oder? Nicht persönlich, aber... Was? Sag schon, was ist? Der Mann, den ihr sucht, heißt Dein. Er war mal mein bester Freund. Wir erfahren aber diesmal sehr viel über Barrett. Es war vor 4 Jahren. Der Reaktor in Coral war gerade in die Luft geflogen. Dein und ich sind vor Ort gewesen, um die Lage zu checken. Dann auf dem Rückweg. Ich verstehe das nicht, Barrett. Wieso lässt sich von Shinra keiner blicken, obwohl das so eine Riesenexplosion war? Woher soll ich das bitte wissen? Es ist voll komisch, Barrett mit 2 intakten Armen zu sehen. Die anderen im Dorf müssen das erfahren. Was zum... Nein! Was ist hier los? Shinra hat uns aus heiterem Himmel angegriffen. Die wollen uns die Schuld für den Unfall zuschieben und alles vertuschen. Oh nein! Kümmert euch um das Dorf. Es kann doch nicht... Mist! Marlene und Eleanor, wir müssen zurück! Komm schon! Vergiss es. Im Aufgeben warst du schon immer König. Los jetzt! Ja, verdammt! Oh nein. Die Sache mit dem Reaktorunfall darf sich auf keinen Fall rumsprechen. Also nehmt's mir bitte nicht übel. Die Olle ist nicht nur nervig, du Rock. Die ist ganz schön makaber und skrupellos. Du hast das also mit den Armen passiert. Marlene ist... Ich konnte zwar fliehen, habe aber eine Menge Blut verloren. Als... ich dann umkippte, hat mich zum Glück Sheeran gefunden. Ohne den wäre ich heute nicht hier. Aber... mein Arm war nicht mehr zu retten und ich schrie nach Rache. Also ersetzte ich ihn durch das hier.
Gilt das auch für dein? Sieht ganz danach aus. Hätte ich doch bloß gewusst, dass er lebt, dann wäre das alles. Dein will sich also auch an Shinra rächen? Keine Ahnung. Ich habe ihn zwar am Tatort gesehen, aber eigentlich ist Dein kein Typ, der sowas macht. Unschuldige, zieht er nicht rein! Ich muss unbedingt mit ihm reden. Es gibt was, das er wissen muss. Na, worauf warten wir dann? Sieht einladend aus. Also die Storys sind alle irgendwie sehr dramatisch. Finde ich. Oh, stopp. Kiste. Wollt direkt reinrennen. Oh, Vulkankanone. Das schau mal einer an. Damit. Okay. Das war's schon. Okay. Die hast übersehen. Ah, die war auch gemein versteckt, also muss man noch sagen. Ich habe das Leuchten gerade so in der letzten Sekunde gesehen. Und er ist ganz sicher hier? Absolut. Lasst mich allein mit ihm reden. Aber... Okay. Wir haben immer noch dieses komische Armband von dem Coral-Gefängnistypen. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Kriegen wir das auch nochmal ab? Ich nehme mal beides mit. Ich muss Siege ist auch wieder sehr bedrückend.
Das ist ja cool irgendwie. Oh, ich habe jetzt Fluffy vergessen. Wenn wir aber schon mal gerade hier sind, für Aerith hat man jetzt eventuell einen besseren Armreif. Moment. Ich habe da was gehört. Plus 3. Warte mal, den mal ganz kurz. Das ist gar nicht mal so blöd. Okay. Na denn, ciao, gehen wir mal zu unserem alten Freund. Es gab einen Gegner, wo ich die Schwierigkeit auf leicht gestellt habe, weil der Gegner mich so genervt hat. Auch. Ja, das habe ich dann auch irgendwann mal, ich glaube, es hat bei Dragon Ball irgendwann mal gemacht. Dich los. Ist das ein Traum? Barrett, altes Haus? Verdammt! Hätte nicht gedacht, dass du es auch zu Eleanors Geburtstag schaffst, Barrett. Hey, Eleanor, Marlene, Barrett ist uns besuchen gekommen. Ja, genau. Sieht gut aus. Nein, Mina ist nicht dabei. Tja, warum wohl? Hey, Barrett, wo steckt Mina? Dein... Was ist bloß? Sag mal, du hast doch hoffentlich an ein Geschenk gedacht. Eleanor wird sich sicher sehr freuen. Scheiße. Hey, der Typ da ist doch Soldat, oder? Hast mich eiskalt an Shinra verkauft. Nein, nein. Du irrst dich. Nein, lass das. Was hast du? Schieß doch. Ich will dir doch nur helfen, Mann. Du willst mir helfen? Du? Ich lach mich schief. Wusste gar nicht, dass du ein Komiker bist, Barrett. Heb dir den Schwachsinn fürs Jenseits auf.
fertig daraus. Diese Angelegenheit klären wir beide selbst. Na dann, alter Freund. Tragen wir es aus. Hier und jetzt. Oh Gott, erstmal Halle Jule. Aua. Für dich ist ein Platz in der Hölle. Wow. Alter. Er wird mich aber ganz schön weg, ne? Weglaufen kannst du ja schon immer gut, elender Feigling. Oh, ich hab ganz vergessen, den Marquis neu zu geben, ne? Wir zwei haben uns ganz schön verändert, Mann. Nicht, Barrett? Hä? Ich weiß noch, wie wir früher Mausefallen aufgestellt haben. Und wie du selbst eingetappt bist. Was habe ich gelacht? Immer noch derselbe Trottel. Hm? Alles so dunkel. Oh Gott. Ja. Reiß dich zusammen. Gut. Warum tust du dir das an, dein? Ja, aber mächtiger Problem.
vielleicht näher dran sein müssen. Scheiße! Mach schon. Hallo, Hüchen, wie geht's dir? Es ist vorbei. Vorbei? Vorbei, sagst du? Verdammt nochmal, gar nichts ist vorbei. Dann musst du's beenden. Hey, die habe ich erst gefunden. Du mich tötest. Barrett! Bleib weg! Abkratzen und dich aus der Affäre ziehen, hä? Was soll das? Na? Ich dachte, du wolltest mir helfen, du Dreckschwein! Dein Ich. Was denn? Keine weisen Worte? Wenn's eng wird, kneifst du den Schwanz ein und machst dich aus dem Staub. Vergib mir dein. Ich war ein Narr. Ich hätte ihm niemals vertrauen dürfen. Aber das Geld. Es hätte uns retten können. Und stattdessen hat es uns alles gekostet. In meinem Kopf kann ich sie auch jetzt noch laut und deutlich hören, Mann. Elena ruft nach mir. Liebster, du darfst Barrett nicht böse sein. Eh trifft keine Schuld. Aber irgendjemand muss doch dafür bezahlen. Shinra, was? Die Schweine, die mit dem Teufel paktieren. Mir geworden. Ich habe so viele getötet. So viele unschuldige Menschen. Meine Seele ist nicht mehr zu retten. Es soll einfach nur enden. Aber ich bringe es nicht über mich. Warum denn nur? Eleanor und Marlene sind doch nicht mehr hier. Welchen Sinn hat dieses Leben noch für mich? Marlene, sie lebt. Ist jetzt 4 und lebt in Midgar. Marlene, du hast die gleichen Augen wie deine Mutter und die Haare auch. Nach dem Reaktorunfall war ich am Boden. Mina war tot. Dich habe ich auch für tot gehalten. Die Vorwürfe, die ich mir machte, hätten mich beinahe umgebracht. Dass ich nicht aufgegeben habe, liegt einzig an Marlene. Hab sie aus eurem Haus geholt, weinend, als es lichterloh brannte. Seitdem war es Marlene, die mir die Kraft zum Leben gegeben hat.
Deswegen hast du sie mir also genommen. Obwohl du wusstest, dass ich sie über alles geliebt habe. Du Bastard! Verräter! So war das nicht. Ausnahmslos alles, was ich geliebt habe, hast du mir aus den Händen gerissen. Nein, sie wartet auf dich. Komm schon! Ich dir nie, Barrett. Wieso hast du mir nicht gesagt, dass Marlene noch lebt? Weil ich... Dieses Blut klebt nun für immer an meinen Händen. Nichts wird es jemals fortspülen können. Hast mir gefehlt. Jetzt mal ganz kurz. Also, ich habe jetzt ja wirklich die ganze Zeit die Klappe gehalten. Wie dramatisch ist denn das jetzt hier gerade? Für mich? Ich habe gedacht, Marlene ist seine Tochter. Also von Barrett. Und jetzt so eine traurige Geschichte. What the fuck? Hey, das war jetzt schon übel. Ich glaube, es wird nicht happier, also in dem Spiel. Bin ich eigentlich komplett gesund? Ja, okay. War mir gerade nicht sicher, als sich Barrett allein auf die Bank gesetzt hat und wir alle die Gruppe verlassen hatten, ob das dann für uns alle gegolten hat, das Ausruhen. Was kommt denn da? Ach, die schon wieder. Gus also tatsächlich die Wahrheit gesagt. Ach, Gus, der Arsch. Ja. Trotzdem, ist es eine gute Idee, Palmer alleine zu schicken? War sein eigener Wunsch. Entsende Friedenswächter. An alle. Zurückziehen. Okay, dann mal los. Ja. Was? Ach.
So, erstmal analysieren wir mal dieses Robo-Frosch-Dingsy. Oh nein, jetzt hab ich's weggedrückt! Oh! Au! Aber ich denk mal, Gewitter! Provozieren? Jetzt reicht's mir aber. Provozieren? Stromschlag. Jetzt sind wir alle angepisst. Sind wir jetzt gerade alle angepisst wegen dem? Fertig. Furiose Verfolgung. Na dann los. Limit-Anzeige und dann rauf auf die Los damit. Rückensturm. Sollte mir gerade mal. Das sollte reichen. Und Bombe. Aua, der hat jetzt aber geballert. Das war's dann. Wow, ich war ja richtig nah dran, ne? Ja,
Synchro. Die Zeit drängt. Wir müssen hier weg. Und wie bitte? Ich habe alles mit angehört. Du warst unschuldig. Ach, das hatten wir ja von ihm bekommen. Nicht von dem Typen aus dem Korrelgefängnis. Seht den Buggy als Entschädigung. Er gehört euch. Ja, Buggy fahren. Ich werde dafür sorgen, dass man ihn ordentlich bestattet. Danke. Dann ist ja alles klar. Abmarsch! Kommst du für die Hilfe nicht in Schwierigkeiten? Als Direktor habe ich für die Sicherheit meiner Gäste zu sorgen. Midgar mag Probleme mit euch haben, aber für mich gilt das nicht. Ihr seid hier stets wieder gern gesehen. Immer dieses Kräftemessen. Laut. Ist aber ganz schön was zu schultern. Wir helfen dir. So freundlich kennt man dich ja gar nicht, Cloud. Los. Leb wohl. Dein. In Wirklichkeit sind das die besten Freunde, aber ich weiß ja nicht. Schlimmes.
Oh nein! Dio hat dir ein Gefährt geschenkt, damit du den Verfolgern von Shinra entkommen kannst. Zeige den hartnäckigen Shinra-Einheiten, dass du selbst während einer rasanten Fahrt ruhig zielen kannst. Nein, kann ich nicht! Und schüttle deinen Verfolger auf Zielen. Zielgeschwindigkeit ändern. Buggy steuern. Warum sollte ich denn den Buggy steuern? Warum muss ich denn den Buggy steuern? Schießen. Hallo, schießen doch mal. Deswegen muss ich ihn lenken. Okay, ich verstehe. Nimm das! Eröffne das Feuer auf das Ziel! Und los! Los, was ist denn da? Super irritiert, ne? Wo ist es denn da? Weiter. Was geht denn weiter? Ich bin total überfordert, ne? Oh nein, jetzt dieser Typ wieder. Huh?
genau falsch rein, ne? Hat er jetzt gerade seine eigene Turks angegriffen? Also klar, als würde die da einfach drauf bleiben können. Das hält der Buggy aus. Spatzi, wie süß. Mein Spatzi. Wenn ich zurück bin, erkläre ich dir alles. Mein Spatzi ist süß. Aber ist mal wieder hier. Und fertig. Mit Verlaub. Ach, Sie haben ja blendende Laune. Ja, die Arbeit läuft gut. Jeder Spaß hat seine Grenzen. Hat er da jetzt echt die Fahndungsbilder ausgetauscht? Wird er dafür nicht gehäuptet? Sie haben gerufen. Neuigkeiten von der Zetra? Sie wird nach wie vor beobachtet. Befindet sie sich auf dem Weg zum verheißenen Land? Davon ist nicht auszugehen. Verstehe. Ist sie wichtiger als die Materie? Ich habe schon als Kind immer davon geträumt. Ich will dahin. Um jeden Preis. Gut. Die Überwachung wird verstärkt. Spiel ruhig den Starken, aber ich kann sie sehen. Deine Angst vor mir.
Und das ist noch nicht alles. Was sehe ich da? Was, Papi, stets unterlegen? Hast ihn gehasst und gefürchtet. Oh, du bist so ein armer, einsamer Junge. Nicht wahr? Du magst recht haben. Doch daraus ziehe ich auch meine Kraft. Sag bloß, schön für dich. Doch unser Planet braucht jetzt mehr als das. Gib ihm schon einen Schubs. Er verlangt danach. Okay, das checke ich noch nicht so ganz. Hast wohl einen Narren an mir gefressen, was? Slums von Sektor 5. Oh, da sind wir wieder zurück. Ich sag. Dich finde ich schon, klar? Okay. Dann suchen wir Biggs. Gibt's denn nicht irgendwas, was wir tun können? Ach, hier die vom Honigtopf. In ihrer jetzt Kleidung. Beruhigen wir uns erstmal alle wieder. Kommt, wir tanzen. Du warst doch mit Eris unterwegs, oder? Ja, und nun? Auch so schön, irgendwie wieder hier zu sein, ne? Wollen wir nicht alle zusammen zum Campen fahren? Ich habe uns ein schönes Auto gekauft. Und was ist mit deiner Arbeit, Papa? Ist der Mann hier schon mal aufgetaucht? Wer ist das denn? War der Typ hier mal in den Slums? Da bin ich leider überfragt. Ich habe eher das Gefühl, dass sie nicht reden wollen. Ich glaube, dass selbst Shinra dies ganz schön oft gezockt. Hey. Jetzt sind wir wieder hier oben, es ne? Es geht das Gerücht um. Ja. Ohr aus dem Riss im Himmel fallen. Wenn ich den Riss sehe, schnürt es mir fast die Kehle. Okay. Hier oben sind wir, glaube ich, erstmal durch. Die Marco-Quellen sollen angeblich füllen. Jeden neuen Morgen, den ich noch erlebe. Wären wir hier schon? Alles muss raus! Wir melden uns nun mit Neuigkeiten zu dem Riss, der plötzlich am Himmel über Mitte aufgetaucht. Hey, den hier schon mal irgendwo gesehen? Sorry, keine Ahnung. Ahnung, wie von dem Riss ausgeht, keine gesundheitsschädlichen Auswirkungen. Sie fragen, wird er sich aufhalten? Der Leiter der Sicherheitsbehörde Heidegger zu den Gerüchten, dass das Ende der Welt bevorstehe, mit folgenden Worten. Wir arbeiten fieberhaft daran, die Ursachen des Phänomens zu klären. Haltlose Spekulationen helfen niemandem und sollten unterlassen werden. Bei einer Sitzung mit Direktor Rufus Schimreich vor zwei Tagen soll neben einer Wirbelsturm auch darüber gesprochen werden, wie mit dem Riss zu verfahren ist. Okay, es gibt einen Riss. Was ist los? War das wieder Avalanche? Bestimmt. Nach jüngsten Erkenntnissen der Forschung. Das war doch bestimmt wieder Avalanche. Die Explosion hier ist gefahren. Wir wollen doch einfach nur. Alter. Da war mächtig Kabums gemacht.
Scheiße. Hab ich dich. Flucht aus dem Paradies. Trophäe. Ey, nimm die mit! Entschuldigung! Sag mal, wo soll's eigentlich hingehen? Nach Süden, der Sonne hinterher. Und warum? Im Norden liegt Korra. Und jetzt gib Gas! Okay, einmal ab in den Süden! Ab in den Süden! Der Sonne hinterher. Ey, oh, was geht? Der Sonne hinterher. Herr Chi, du tust fast so, als wären wir schon ewig Freunde. Aber wissen wir so gut wie gar nichts über dich. Viel gibt's auch leider nicht zu berichten. Bin bloß ein einfacher Angestellter der Shinra Resorts. Okay, ich kann gar nicht so viel machen. Das war's schon fast. Noch ein Schuss und also. Schuss, Katze! Was du nicht sagst. So ein interessanter Haufen. Das macht er gerade alles alleine. Ach so, na immerhin hast du vorher gefragt. Nicht! Jetzt sei doch nicht so. Lass uns lieber den Ausflug genießen. Der ganze Loot. Hey, Barrett. Irgendwann rufst du dich an Scarlet, oder? Will ich dabei sein? Nee, du machst das im Alleingang. Geht klar. Falls du dir nicht vorher schon die Seele aus dem Leib kotzt. Jörg! Anhalten! Haltet den verdammten Wagen an! Warte! Nicht hier drin! Ich halte ja schon an! Hallo. Geht es wieder? Gar nicht. Was jetzt? Wir haben keine Ahnung, wo die Schwarzkutten sind. Und ziellos umherfahren bringt auch nichts. Ich will nicht mehr! Ich weiß, was wir jetzt brauchen! Ein Horoskop! Die Sterne werden uns den Weg schon zeigen! Miau, 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 miau. Glücksessen. Pilze. Pilze? Pilze. Pilze. Oh! Barrett! Du hast doch vorhin den Reaktor von Coral erwähnt. Als es um die Arma ging. Dir habe ich davon aber nicht erzählt. Nun ja, ich weiß genau, dass es nicht weit von hier noch einen stillgelegten Reaktor gibt. Reaktor? Materia? Hier, ich! Da bin ich doch dabei! Auf zum Reaktor! Kann ja nicht schaden, mal vorbeizuschauen. Ein bisschen fahren müssten wir allerdings noch. Was meint ihr? Warum nicht? Ah, Cloud, übernimmst du? Was? Nein! Gut, unser Ziel ist die grüne Oase im Süden. Wir sind schneller beim Reaktor, als ihr Marco sagen könnt. Marco? Ja! Der Buggy transportiert dich an Land sowie durch seichtes Wasser und ist dabei schneller als ein Chocobo. Während du im Buggy sitzt, werden Materialien für die Synthese in der Nähe automatisch eingesetzt. Drücke, um dein Buggy zu... Jetzt dürft ihr Buggy fahren? Krass. Neue Attraktion im Gold... Oh Gott.
Der Goldsaucer hat eine neue Attraktion erhalten. Geil. Und durch deine erfolgreiche Teilnahme am Schokobo Cup hast du nun die Gelegenheit, an den Schokobo-Rennen teilzunehmen. Und in der Muskelmanege steht ja nun die Option eines Sechserkampfes zur Verfügung. Cool.